So, ich weiß nicht, ob ich diesen Tag überleben werde. Heute wird mein Rücken tätowiert, aber dabei will ich gar kein neues Tattoo haben eigentlich. Bestesmerch.de. Hi, jetzt alles gut? Alles super. Hi. Hier findet meine Schönheits-OP heute statt. Ich hab Schiss. Ich hab richtig Schiss. Vor allem, du weißt ja noch gar nicht, dass ich das Tattoo mache. Ich bin jetzt gerade bei World of Ink und die nehmen mir gleich meinen Rücken vor. Mein Angstlevel ist jetzt gerade noch human, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass Richtung Wirbelsäule es extremst unangenehm werden wird. Aber das Gute ist, ich spüre nicht so krass wie Schmerzen. Das ist gut, weil ich recht mutig bin eigentlich, was Tattoos angeht. Wir werden erstmal den Tätowierer kennenlernen und dann werden wir erstmal das Design machen. Guck mal, Alter, wie krass das aussieht. My favorite. Yes? It's your favorite? Yeah. Genau, wenn er das nimmt, designt, nimmt er das immer auf. Guck mal. Falls ihr das dann braucht, am Ende kann er euch das dann zuspielen. Weißt du, das ist immer eine ganz geile Sache, finde ich. Auf jeden Fall. Das sieht geil aus. Ey, hier der Besitzer von dem Tattoo-Studio ist halt voll der Ehrenmann. Der geht jetzt schon zum zweiten Mal zum Kiosk und will uns Red Bull holen. Beste Leben. So, der Ju macht hinten gerade noch sein Design für den Rücken. Und wir machen mir hier noch so ein kleines, einen kleinen Power Ranger. Und das macht die Anni, die sitzt hier gerade hier vorne. Wir überlegen gerade, damit wir halt so lange wie möglich, weil wir morgen ja auch nochmal tätowieren wollen, so viel wie möglich schaffen, gibt so eine Creme, die tut man dann drauf und dann kann man halt durchtätowieren. Irgendwie wird die auf jeden Fall so Painkiller-mäßig so ein bisschen Schmerzen nehmen, weil ich ja eine fucking Pussy bin. Also wie gesagt, die andere Option ist, du fängst an ohne und wenn es dann nicht mehr geht, dann knabbert es auch. Also fangen wir ohne an, ja? Fangen wir ohne an. Ja! Ja, sag mir. Ah, ich will doch nur ein Fingertattoo. Hier drauf. Also hier sieht man noch so ein bisschen. Das ist ein Indiz dafür, dass es wirklich mein Rücken war vorher. Hier dieses Standby-Zeichen. Danach sofort enterbt wieder von den Eltern. Man kennt's. Ach du Scheiße. Da ist ja die komplette Eskalation auf seinem Rücken. Crazy. Hier kommen noch die, Oh, Scheiße. I pressed something, I don't know what. Hier, Ryo von Death Note. Mewtwo Silhouette, Unit 1 von Evangelion. Wir haben Tyrael, hier ist der Green Ranger. Hier kommt noch ein Sonic, vielleicht kommt hier noch ein fliegender Ehrenjäger hin. Kleine Sachen noch so. Ja. Aber was fehlt, kann ja noch nachgeholt werden, denn ich habe ja immer noch einen nackten Arsch. Ich kann dir da was hinhauen, oder? Und den Hello Kitty habe ich gehört. Mhm. Das ist sehr gut. Ja. Die gucken ins Arschloch so. Die sind beide so. Die so. Oh. Ja, ich bin dicker geworden, was willst du? So gründlich hast du deinen Rücken noch nie gewaschen, glaube ich. Tatsächlich habe ich mich schon sehr lange nicht mehr gewaschen. Ja, guck mal, der leuchtet richtig, der Rücken. Sauber war der noch nie, ich sag dir. Hört gar nicht so doll weh. Warst du schon mal bei einem Tattoo dabei? Ja. Merkt man gar nicht, weil du echt dumme Fragen stellst. Ja, perfekt. Perfekt? Let's do it. So. Hast du Angst? Was heißt Angst? Kleiner Knick in meinem Mut. Ich übe schon mal ein bisschen Gesichtsgymnastik. Freunde, es geht los. Ja, tut weh. Und alles vorbereitet auf große Schmerzen. Boah, ich bin eingeschlafen, was? Weil ich so mutig war. Vor lauter Mut bin ich ein Aua. Guck mal, der kann nicht weg, egal wie wir nerven. Actually, it's quite okay. Not much Schmerzen. It's not outlines. Oh, you're shading already? Yeah. Oh, Alter, was bin ich krass mutig. You don't need outlines? No. Because it's like realistic painting? Mm-hmm. Oh, dope. With how many needles are you shading? This is 11. 11? But I haven't 17. You have 17? Yeah. I don't think we need the 17. But yeah, it's actually
aushalten, aushaltbar. It's okay, the pain is okay. I did breakdancing. Yes. Like for 13 years. Karate Kyokushin. I have a black belt. Black belt. Schwarzen Gürtel, Freunde. Have you ever needed it in a fight? Yeah, but very few times because I'm not the type of guy. Okay. I'd rather run away actually. That is the spine, right? Yeah. Oh yeah. Die Wirbelsäule tut ganz gut weh. If you feel to start sweating, tell me. Okay. Maybe I will smell a little bit as well. What is that? It's for anti-sweat. No, this is secures the stencil and don't whip it out. Also er sagte eigentlich, dass es dafür da, dass es länger auf deiner Haut bleibt. Aber ich glaube, das ist ein Antideodorant. Ich glaube auch. Gegen deinen Schweißgestank. Schau es dir an! Die Schweißstelle daran. Ja. Kann ich richtig gut entspannen mit einem guten Red Bull. Die könnten uns auch mal. Immer nach einer Pause tut es danach mehr weh und ich bereue es. Okay, das ist eine solide 8. Das schmerzt es gerade auch. Das ist Pain. Ich glaube, das war mein zweites Tattoo. Auf jeden Fall auch Empfehlung. Der kann sehr gut tätowieren. Hier Nachwuchs, Talent, was Tätowieren angeht. So ein großes Tattoo gemacht habe, so ein volles Tattoo gemacht habe, das hat so weh getan. Nach den ersten 10 Minuten dachte ich, ich halte das nicht mehr aus. Ich sterbe hier. Ich kann einfach nicht mehr. Es tut so weh. Ich habe auch gefragt, so, is it normal? The pain is so intensive. Der so, no, no. Is it possible that I can make a break or something? Der ist like, yeah. Als ich den Tag überlebt habe, dachte ich, okay, ich bin bereit, von diesem Planeten zu gehen. Ich habe jetzt alle Schmerzen durcherlebt, die man erleben kann. So. Das ist die Wirbelsäule, Leute. Jetzt gerade geht's Spaß, tut mega weh. Es gibt manchmal so Momente, da tut es so weh, dass ich meine Finger und meine Hände verkrampfe. Guck mal, mein Fuß, wie mein rechter Fuß ausrastet die ganze Zeit. Das macht er die ganze Zeit? Ja, und der linke ist sogar. Ist immer ein Kack. Das mache ich alles parallel. Oh, das tut weh, die Stelle tut weh. Was ist das für eine Stelle? Lundens. Ja, sorry. Einfach. It's a little bit pain. Just a little bit. Ach Angelo, film ich mal meinen dicken Bauch. Ja, ich habe seinen fetten Bauch durch den Spiegel gesehen. Ah, Sam, sorry. Ist das besser? Ja. Da kann ich diese Stangen festhalten und verbiegen. Sag mal, was das Training hier alles, was die gemacht hat. Kann ich nicht erzählen, das sehen wir. Wieso bist du so beruhigt, Thomas? Ich kann euch nicht erzählen, warum ich so tiefenentspannt bin. Nein! Nein, doch. Das können wir auf keinen Fall sagen. Ich sag so, dass man es reinnehmen kann. Thomas war ist tiefenentspannt, weil er von einer hübschen Frau tätowiert wurde. Das kann auch sein. Mhm. Und dann hat er sich selber in den Finger gesteckt. Das können wir nicht reinnehmen. Dann hat er sich den Finger gesteckt. Das können wir reinnehmen. Boah, Alter, wenn wir fertig sind, ich hau dir so aus dem Maul. Einfach nur zur Kompensation. Ich bin verrückt hier einfach. Something is really painful. Maybe it's a pimple? Ja. Ich wieder eine Einstellung gefunden, wo deine Nase richtig gut ist. Ist die schöne Nase? Ich finde die ja nicht so schön. Ich verstehe das gar nicht, ne? Dann lässt man sich die schon operieren, dann macht man die so hässlich. Ich verstehe gar nicht. Oh Gott, okay, das ist hart. Danke für deine Ehrlichkeit. Du bist gefeuert. Was machst du mit deiner Maske, Junge? Bei dir hochziehen. Du kannst deine Nase nicht verstecken. Hast du eine schmerzerfüllte Seite? Oh ja, links. Ja, links Schulter, genau. Are you learning German? Not really, right? No. Only a few words. Ach so. Hast du Schmerzen? Hast du Schmerzen? Ich wollte eine Blume haben, jetzt krieg ich sowas. Gibt's ja nicht, sieht schon geil aus. Ich sehe es nicht, aber ich glaube dir. Hab ich ein Schwätzchen drauf? Nee, dann nicht. Starker Mann. Aber du bist, glaube ich, auf dem Weg zur Schmerzcreme, oder? Nee. Nee? Doch. Gut gelogen. Männlich. Sehr männlich gelogen habe ich. Also ich will dir jetzt keine Angst machen oder sowas, aber die Nadel ist ganz schön groß.
wie meine Nase oder was? Größer. Nein. Man muss sich halt immer denken, bei einem Tattoo kannst du noch näher filmen, bitte. Also tatsächlich kannst du noch näher, perfekt, genau so meinst. Ja, stark. Aufstand. Gut, halt die Pose. Ich habe direkt seine Freundin. Why, there's a lot of pain. Still 11? Something. Same. Go. I thought you were already here. Oh man. Wir sind jetzt gerade so eine Stunde am Tätowieren. Muss ehrlich sagen, Rücken geht tatsächlich klarer, gab schon miesere Stellen. Ich habe gerade nur ein Kompliment bekommen. Ich habe eine gute Haut für Tattoo. Ja, bitte. Zum Glück hast du nicht die Creme benutzt. What will happen if we take this cream and put it in his face? He can't feel his face. That's a good thing. Let's try. Wenn du so zum Beispiel mega traurig bist, dann machst du diese Creme ins Gesicht, dann fühlst du ja keinen Schmerz mehr. Genau. Ja. Wie doll tut das jetzt weh? 100. 100? Ist auch gelb. Gelbe Farbe? Ja. Und, was sagst du? Schon brachial, also. Der Julian sieht's gerade nicht, aber... Nee, da lohnt sich jeder Schmerz, sag dir, wie es ist. Heavy Metal, das Ding, ehrlich. Und, wie schmeckt's? Ja, ist okay. Ist okay? Ja, ja. Ist okay? Du hast gerade gefilmt, ist das okay? Ah, ja. Gerne. I'm really quiet because I'm really concentrating on the pain. Yeah. So. This is the best way. Yeah. The best way is always to shut up. Ah! Wir müssen abhauen, solange er gerade nicht die Nadel in der Hand hat. Schneller kannst du das nicht, oder? Alter, du Horrorfilm oder was? Das ist richtig am Siffen, Alter. Ich glaube, ich muss mir ganz kurz einen holen. I'm bleeding as hell. Mm. The spray didn't go there. Klatsch! Okay, direkt enterbt. Richtig nice, oder? Das ist echt gut. Gut. It's not exactly what the fuck, it's what the dick. What the dick? I said it. Wir lernen gerade Griechisch. Die Sachen, ne? Nur die wichtigen Sachen. What the fuck? Ti sto buzzo. Ti sto buzzo. When you go inside the open door, what the fuck happened here? It's like this. Was ist los? Ti sto buzzo. Bist du gut so? What he said? Hello, my friend. Ja, hello, my friend. Hello, my friend. So. Dann kannst du mir helfen, die Tür aufzumachen? Das kriegst du nicht auf jetzt? Echt? Thomas, kannst du mir helfen, die Tür aufzumachen? Ach so, natürlich. Was? Ich bin ja ein Zimt. Mach ich doch gerne. Okay, das Rennen ist gestartet. Welcher Tropfen wird es schaffen? Vielleicht der obere, der noch aufholt. Er ist relativ dick. Diese beiden. Oh, oh, oh. Kopf an Kopf rennen. Doch, oh. Da kommt ein neuer. Da kommt der große holt auf. Komm langsam ans Ende meiner Kräfte. Ja, moin. 10 Uhr waren wir hier, heute ist 8 Uhr. Wir haben noch viel geplant. Ja, wir können ins Bett. Boah. Das ist guter Pain auf jeden Fall. Ich war gleich oben war. But no blood at all. Yeah. Okay, ja, yeah, then spray as much as you want. Okay, das verhindert, dass ich noch blute und das wird gleich so brennen. Oh, das ist in jedem Auto kommen. Wow! Digga, das ist eine richtige Reise in die Hölle, Alter. Boah, wow. Ey. You're killing me. Sorry, man. Nice, richtig viel geschafft hat er. Richtig viel. Jetzt beweg dich nicht, bitte. Es tut so bitte. Weh, Alter, wenn Thomas redet. So dope. Looks so dope. So. Zieh dich an jetzt. Nie wieder Tattoos.